Er ist heute mal in ganz besonderer Funktion unterwegs. Stefan Ross gibt den Wanderführer in seine Heimat, dem Kaiserwinkel. Und als waschechter Chiemgauer bringt er den Urlaubsgästen gleich mal die richtige Begrüßung bei. Wir sagen jetzt, habe die Ehre. Habe die Ehre. Das wäre geklärt und somit kann's losgehen. Der prominente Fremdenführer weist auf das erste Highlight des Ausflugs hin. Also das ist die berühmte Maria-Hellwig-Bank. Die Sängerin wurde in Reit im Winkel geboren. Die Gegend scheint also der optimale Nährboden für erfolgreiche Volksmusikkarrieren zu sein. Es ist schon ein sehr guter Nährboden hier, weil einfach hier die Gegend, noch intakt ist. Also hier sind immer noch Menschen. Also auch wenn ich in irgendeinen Supermarkt reingehe, dann kommt keiner irgendwie Foto oder sonst irgendwas. Sondern geht man rein und sagt, habe die Ehre, servus, guten Morgen. Und dann passt alles, wie war es weniger gestern, was haben wir gestern gemacht. Stefan Ross ist stolz auf seine Heimat und erkennt sich hier aus. Davon profitieren heute seine Fans und andere Wanderlustige. Nicht im großen Stil aller Hansi Hinterseer, sondern klein und fein. Wir sind 100 Leute, die gemütlich hier quasi meine Heimat genießen dürfen, wo ich quasi auch privat unterwegs bin. Ich bin jetzt nicht so der typische Wanderer, bin eher der Mountainbiker. Aber den Leuten eben diese Heimat vorzustellen. 3 Stunden ist die Gruppe bergauf unterwegs. Ein Fitnessprogramm inklusive Biologieunterricht. Es ist ja kein Ross, sondern es ist ein Kuh. Dem bayerischen Bub sind Kühe und Ziegen natürlich vertraut. Und sie vertrauen ihm. Nur Zenzim Ross betrachtet das Ganze lieber mit Abstand. Die Dackeldame ist das einzige Familienmitglied, das heute beim Wanderausflug dabei ist. Stefan Ross wurde vor 5 Wochen noch mehr Papa. Und Klein Valentin ist zu Hause mit Mama und Schwesterchen Paula. Das ist das größte Glück auf Erden. Also nach 2 jungen Damen noch mal im Haushalt mit Ross einen Valentin zu haben. Man sagt ja immer in Bayern, wenn man einen Buben machen muss, dann geht man mit den Gummistiefeln ins Bett. Ich weiß es nicht, was ich damals angehabt habe, aber es ist trotzdem ein Bub geworden. Und da bin ich ganz stolz drauf. Derart beflügelt ist der letzte Anstieg auf das Wetterkreuz natürlich ein Klacks. 1064 Meter hoch sind die fleißigen Wanderer nun. Die Fans von Stefan Ross haben mit ihm also den Gipfel des Glücks erreicht. Natürlich. Macht er sie gut, oder? Er macht sich gut, er ist sehr freundlich, er ist lieb, er ist nett. Ich habe ja vorher 50 Euro gegeben. Ja. Er ist sehr witzig und nett und bodenständig, so wie man ihn kennt. Der Star kümmert sich intensiv um seine Fans und bringt seine Gruppe dann auch wieder sicher ins Tal. Dort wartet am Abend eine deftige Belohnung, ein bayerisches Buffet und Bier vom Fass, angezapft von Stefan Ross höchstpersönlich. Eine Premiere für den 39-Jährigen. Schau, wie jetzt sieht das. Alles gesagt, oder? Schon ein bisschen angespannt, oder? Ja. Also, geht los, oder was? Applaus für den Schankkellner und Fremdenführer. Und mit seinem Auftritt sorgt Stefan Ross dann noch dafür, dass bei seiner Wandertruppe trotz der langen Tour keine Müdigkeit aufkommt. Ich bin schön.